zu unserem Mr. City Expertencheck. Heute wollen wir uns von der lieben Bitte Scham ein paar Tipps holen, wie wir unseren Stoffwechsel nach den Feiertagen wieder in Schwung bringen können. Bintu ist Diplom-Ökotrophologin, Ayurveda-Spezialistin, Masseurin und Diplom-Kosmetikerin. Also genau die Richtige, die uns verraten kann, wie die Weihnachtsplätzchen sich nicht auf unseren Hüften festsetzen. Genau. Und wir möchten gleich als erstes wissen von dir, liebe Bintu, was passiert eigentlich mit unserem Stoffwechsel, wenn wir über die Weihnachtstage so richtig ausgiebig schlemmen? Ja, das ist ja jedes Jahr, ne, ein kleines Problem für viele. Man ist so oft eingeladen und man isst viel mehr als sonst. Viel häufiger, man bewegt sich weniger. Und dadurch kann es eben sein, dass der Stoffwechsel mal ein bisschen träge wird und ein bisschen langsamer arbeitet und sich dann das eine oder andere Fündchen auf den Hüften breit macht. Und wie sollte denn unser Ernährungsplan nach Weihnachten aussehen, damit sich die Funde nicht festsetzen? Also ich empfehle immer schon so einen Tick vor Weihnachten darauf zu achten, dass man eine gesunde Basisernährung beibehält, dass man also auch genügend Obst und Gemüse isst, vernünftig Wasser trinkt und auch versucht, sich ein bisschen zu bewegen. Und dann ist es nach Weihnachten immer gar nicht so schlimm. Aber wenn man das mal nicht schafft, es kann ja einfach mal sein, dass man doch so ein bisschen in das Loch mit reinrutscht, sag ich mal, ja, dann ist es wichtig, nach Weihnachten auch wirklich zu sagen, so stopp, jetzt achte ich wieder drauf, dass ich weniger fettig, weniger schwer, weniger spät und vor allem auch wieder mehr Bewegung in den Alltag integrieren. Das ist immer so mein Tipp. Aha, okay, also ein Rundumprogramm. Ja, genau. Und kannst du uns auch verraten, welche Nährstoffe dann besonders wichtig sind für unseren Körper? Ja, alles, was den Stoffwechsel anregt. Das heißt, gerade wenn man sehr schwer und sehr fettig isst, was ja Weihnachten oft gang und gäbe ist, dann empfehle ich immer mit Gewürzen auch zu arbeiten. Also Gewürze, die den Stoffwechsel anregen, wie Ingwer, Zimt und Nelken zum Beispiel auch, die sind alle sehr stoffwechselaktiviert. Und die kann man dann zusätzlich ins Essen mit reinmischen oder sich verschiedene Gewürzmischungen mit dazugeben. Und dann hat man eine Möglichkeit, den Stoffwechsel praktisch mit Gewürzen und Kräutern anzuregen. Okay, ja. Das hört sich clever an. Das ist ein sehr spannendes Thema. Und im Ayurveda wird das übrigens auch immer gemacht, deswegen ist ja im indischen Essen auch ganz viel Ingwer mit drin, weil das immer prophylaktisch den Stoffwechsel am Laufen hält. Das hört sich gut an. Ja, und schmeckt natürlich auch mega lecker. Oh, lecker. Und gibt es noch andere Tricks, um den Stoffwechsel in Schwung zu bringen? Du hast gerade schon Bewegung angedeutet. Genau. Was gibt es da noch? Ja, Bewegung ist klar, das ist so während der Feiertage, man ist eingeladen, man hat immer wenig Zeit, man ist ja dann im Weihnachtsstress und man flitzt von einer Einladung zur nächsten, das fällt dann oft weg, also das ist, deswegen betone ich es nochmal ganz, ganz wichtig. Und wichtig ist auch, dass man versucht, zwischen den Mahlzeiten auch mal so ein bisschen Ruhe einzulegen. Also, dass man dann nicht dann immer gleich noch den Kuchen oder doch noch einen Keks, sondern auch mal versucht, dem Körper so ein bisschen Verdauungspause zu gönnen. Okay, das ist immer schwierig. Sehr schwierig, ich weiß. Ist ja auch alles so lecker. Ja. Und was ist denn von Blitzdiäten oder Fasten nach Weihnachten zu halten? Ich sag mal so, mein Ansatz ist immer prophylaktisch schon mit dieser gesunden Basisernährung dabei zu bleiben. Aber wenn man das mal nicht schafft, ist eine Blitzdiät manchmal ganz hilfreich, dass man das Gefühl hat, Mensch, da tut sich was, dass man eben radikal auf Sachen verzichtet und ganz viel Wasser trinkt und vielleicht nur mal eine oder zwei Mahlzeiten hat, so ein bisschen angelehnt an das intermittierende Fasten und einfach mal den Stoffwechsel so radikal in Schwung bringt, kann man machen. Okay. Ja. Ja, sehr gut. Und ist vielleicht auch sinnvoll, weil ja gleich Silvester quasi jetzt wieder vor der Tür steht. Genau. Hast du da noch einen Tipp für uns? Welche Lebensmittel schenken uns denn auf die Schnelle wieder einen schönen Glow, dass wir an Silvester nicht die Weihnachtsmüdigkeit ausstrahlen, sondern wieder schnell unser Strahlen zurückbekommen? Also gut sind immer Lebensmittel, die sehr wasserhaltig sind, wie zum Beispiel wie Gurken oder Sauerkraut oder Rotkohl oder so, wo einfach ein bisschen mehr Flüssigkeit ist. Das bringt so den geheimen Glow wieder raus und ist eben sehr gut und leicht verdaulich. Natürlich vorausgesetzt, man hat da nicht so eine schwere Soße dabei. Na, sowas könnte man machen. Also es sind ja im Winter eher so Wintergemüse erhältlich und man sollte gucken, dass man möglichst frisch versucht zu kochen und da ist eben so diese ganze Kohlgeschichte, Kohlsuppe ist auch sehr gut, na, dass man einfach zwischen Weihnachten und Silvester so ein bisschen Entlastung mal für den Körper hat. Das hört sich gut an. Und dann kann man auch wieder genießen. Na? Und dann Silvester durchstarten. Genau. Kommen wir schon beim nächsten Thema. Genau. Wie schaffen wir es denn, dem Neujahrskater vorzubeugen, beziehungsweise wenn wir dann noch zu tief ins Glas geschaut haben, was können wir da machen, dass wir nicht völlig flach liegen am Neujahrstag? Ja,
da gibt es auch einen sehr guten Tipp. Und zwar sollte man an dem Abend, wenn man so langsam durch ist mit dem ins Glas gucken, sich einen Basentrunk machen. Zum Beispiel mit einem basischen Salz oder auch Natron. Das hat man früher auch immer gemacht. Denn das neutralisiert so ein bisschen die Säurelast vom Alkohol und verhindert, dass man dann zu sehr auch morgens mit diesen Kopfschmerzen aufwacht, weil das ist sehr unangenehm. Und Natron ist ein altes Naturheilmittel, was man immer verwendet hat, um solche extremen Einwirkungen zu neutralisieren. Das hört sich gut an. Mhm. Das werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Unbedingt. Berichtet mir mal, ob das funktioniert hat. Genau, wir sind gespannt darauf. Freuen uns, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und wünschen euch natürlich einen guten Start ins neue Jahr ohne Kater.